willkommen zu unserem heutigen Monster-Online-Seminar, wie Agilität im Vertrieb und im Recruiting zu mehr Erfolg führen kann oder wird. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu diesem ein wenig anderen Format heute. Die nächsten gut 45 Minuten werden wir heute für Sie zu dritt gestalten und Sie versuchen, in die Welt der Agilität einzuführen. Kurz zum Organisatorischen, beziehungsweise auch, wer spricht da heute eigentlich zu Ihnen? Mein Name ist Jan Feldhaus. Da ich schon spreche, fange ich gerne an mit der Vorstellungsrunde. Ich bin heute quasi in doppelt- beziehungsweise Dreifachfunktion für Sie tätig und im Marketing bei Monster eigentlich für alles rund um Events, Kommunikation, Produktunterlagen zuständig. Und gleichzeitig aber auch für Sie heute im Hintergrund. Damit übergebe ich dann auch schon das Wort an meine geschätzte Kollegin, die Anja, die mir schon die Timebox hinhält, denn das ist scheinbar eines der viel genutzten Mittel im agilen Prozess oder im agilen Vertrieb. Anja. Ja, danke Jan für die Überleitung. Ja, das ist eine Sanduhr und die gehört zum agilen wie die Milch in den Kaffee, zumindest bei mir. Mein Name ist Anja Freitag. Ich bin seit circa um und bei 9 Jahren bei Monster. Bin geborene Vertrieblerin, mache seit 30 Jahren Vertrieb. Und ich bin so ein kleiner Abenteurer und probiere natürlich dementsprechend gerne neue Methoden aus, gerade im Vertrieb, um immer wieder auf Augenhöhe mit dem Kunden zu kommen. Und deswegen habe ich vor circa einem Jahr mit der Unterstützung von Marc Schmidkamp und der Claudia Tonett.de das agile Sales beim Monster aufgebaut und dazu mehr später in dem Praxisteil. Lieber Marc, it's your turn. Ja, vielen Dank, Anja. Ja, es ist jetzt schon zweimal erwähnt worden. Mein Name ist Marc Schmidkamp aus dem Trainerteam von Claudia Tonett. Claudia Tonett Institut in Berlin. Unser Kerngeschäft ist es, agile Strukturen aufzubauen, agile Organisationen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und unser großes Steckenpferd ist, da wir beide, Claudia und ich, aus dem Vertriebssektor kommen und fast 20 Jahre Vertrieb gemacht haben, ist unser größtes Thema und unsere Leidenschaft der Aufbau von agilen Vertriebsstrukturen. So hatten wir die große Chance, im Hause Monster den agilen Vertrieb zu unterstützen, zu supervidieren und die Menschen dort auszubilden. Und was dabei rausgekommen ist, das möchten wir Ihnen gerne in den nächsten 45 Minuten mal zeigen. Hey, vor der Zeit. Super. Ja, die Übung macht es. Ja, springen wir weiter. Heute wird es agil. Individuelle Stärken als Team nutzen und dabei ja mehr Erfolg erreichen, wie Agilität im Vertrieb und Recruiting Sie dabei unterstützen kann. Das ist das heutige Thema. Eine Methodik, habe ich mir sagen lassen von Anja, ist die Methodik nur ein Wort. Und da gibt es ja den Song von Wir sind Helden. Und das ist auch quasi die Überleitung zu unserer Frage an Sie. Was bedeutet denn eigentlich oder was glauben Sie, was Agilität bedeutet für Sie? Das würden wir gerne von Ihnen wissen, wenn Sie das vielleicht einmal in einem Wort sozusagen zusammengefasst in den Chat posten könnten. Dann würden wir das mal mit aufgreifen und an die beiden Speaker mit übergeben. Jetzt hoffe ich, starten jetzt. Eine Minute Zeit und los, liebes Publikum. Ja, ich sehe schon 2 Übereinstimmungen. Da kommt jetzt ganz viel. Jetzt geht's los. Ja, was sehe ich? Ich sehe zum einen Beweglichkeit. Ich sehe Flexibilität. Fortschritt. Ich sehe Schnelligkeit und Präzision. Und ich sehe vor allen Dingen auch tun. Einfach machen, einfach tun. Also so. Lieber Anja, lieber Marc, das ist so das Grundverständnis unserer Teilnehmer, was Agilität bedeutet. Ja, und das Schöne in der Agilität ist,
dass es da kein richtig und kein falsch gibt, sondern es gibt Perspektiven. Und genau das war jetzt auch die Übung dazu, um einfach mal zu verdeutlichen, dass jeder Mensch eine andere Sichtweise zu einem Wort hat. Und das ist immer aus der jeweiligen individuellen Perspektive heraus. Und deswegen gibt es da kein richtig und kein falsch. Und das war so eine erste Erkenntnis auch im agilen Umfeld. Und das ist genau das, was das Befruchten untereinander eben ausmacht. Der eine sagt, es ist Präzision, der andere sagt, es ist Schnelligkeit. Das kann sich ja auch gerne im normalen Leben mal ausschließen. Aber hier ist es einfach wichtig, dass beide Begrifflichkeiten da sein dürfen, um auch sich miteinander zu entwickeln. Und von daher ist das jetzt schon der erste Ansatz in eine agile Methodik, die man auch im Team machen kann, die man mit Kunden machen kann, um halt einfach schon mal von vornherein so eine gute Plattform miteinander zu schaffen. Marc, noch eine Ergänzung? Absolut richtig. Keine weiteren Ergänzungen. Sehr schön, danke. Lieber Jan, nächstes Slide, bitte. Das ist jetzt sozusagen nochmal die Visualisierung. Im Agilen arbeitet man übrigens sehr gerne mit Visualisierung, also weniger Text, mehr Visualisierung. Das habe ich schon dreimal gesagt. Man sieht es hier auch. Es geht uns hier um das magische Dreieck: Unternehmen, Kandidat und Monster. Und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen Schärfe reinbringen. Genau, also Vincent Picasso hat auch eine Daseinsberechtigung im Agilen. Es wird, wie gesagt, ganz viel bildlich dargestellt und das zeigt das agile Sales Monster. Also es ist tatsächlich ein bisschen Praxisnähe jetzt, dass man sich einfach mal vorstellen kann, was das in der Praxis bedeutet. Wir sind sechs Teams, die im Mittelstand agil arbeiten. Wir sind regional aufgestellt und man sieht, also Picasso hat das, finde ich, wirklich sehr gut gemacht. Mittendrin das Herz im Kunden oder das Kunde, der Kunde im Herz, weil ein wichtiges Element im Agilen ist die Kundenzentrierung, der Kundenfokus. Drumherum sehen wir kleine Strichmännchen, das sind in dem Fall die Teammitglieder. Wir haben das Ganze, wir sind ja im Vertrieb auch ein bisschen sportlich aufgestellt und haben uns sozusagen mit den X-Men Comics so ein bisschen auseinandergesetzt. Jedes Team hat seine eigene Stärke, hat eine andere Ausrichtung, betreut aber immer kundenfokussiert. Natürlich, Unternehmensführung ist auch dabei, da kommen wir gleich nochmal zu, wo die eine Rolle haben. Und um nochmal so ein bisschen mehr in die Praxis einzutauchen, crossfunktional im Agilen ist eine ganz, ganz wichtige Thematik. Wir haben Rollen definiert und wir haben zum Beispiel, sehen wir auch gleich, unser Kanban-Board hat in dem jeweiligen Team immer einen Owner, der sozusagen, Dankeschön, dafür zuständig ist, dass das Kanban-Board immer aufgeräumt ist. Und daher auch der Name Scrumban, weil das hier ist die sozusagen Kanban-Geschichte und die Scrumban kommt gleich noch. Sie sehen hier Supermarkt, Warenkorb, Kasse bezahlt. Im Vertrieb ist das immer ein bisschen spielerisch. Das heißt, der Backlog im klassischen Agilen ist hier der Supermarkt, dann gehen wir einkaufen, legen es in den Warenkorb, dann wird es an der Kasse abgegeben. Wenn es bezahlt ist, ist das jeweilige Arbeitspaket gemacht. So sieht das mal ganz kurz und grob in der Praxis aus, wie wir arbeiten. Jedes Arbeitspaket hier, was Sie sehen und hoffentlich nicht lesen können, wir sind da ja, wie heißt das Dings da, DSGVO-konform, genau. Ist alles um den Kunden herum gestrickte individuelle Arbeitspakete. So, und jetzt noch mal kurz in den nächsten Schritt der Praxis. Wie sieht so ein Scrum-Ban-Prozess aus? Marc, wenn ich irgendwelchen Unsinn erzähle, ne, du hast mir das alles beigebracht, dann bitte schalte dich ein. Greife ich ein, sehr gerne. Gut. Wir haben zwei große Zielsetzungen im agilen Bereich. Das ist ganz oben der Happy Customer und natürlich auch der Happy Mitarbeiter, das Happy Team. Eine Grundvoraussetzung im agilen Sales ist, ein Teamziel zu haben. Also wenn Sie irgendwann mal selbst vorhaben, einen Sales-Bereich agil aufzustellen, immer nur Teamziel. Es gibt keine individuellen Ziele im agilen Umfeld. Funktioniert nicht. Daraus leiten sich die berühmten OKRs ab. Das machen wir dann im nächsten Online-Seminar.
So, daraus resultiert, dass wir das Ganze planen, nämlich das Ziel und den Kunden nehmen. Dann wird der Sprint geplant, der dauert zwischen 2 und 4 Wochen. Dann setzt man sich zusammen und reviewt das Ganze. Und in der Regel sitzt da ein Kunde dabei, da sitzt der Stakeholder, die Unternehmensführung dabei und der Product Owner ganz klassisch. Und aus dem Review wird dann das Ergebnis wieder in Arbeitspakete gepackt. Und dann sind wir wieder im Trello, was wir eben schon gesehen haben. Der nächste Schritt ist, das zahlt jetzt auf das Teambuilding ein. Das ist die sogenannte Retro. Die findet in der Regel immer in Las Vegas statt, nämlich ohne Führung, sondern nur mit dem Team, mit dem Agile Sales Coach. Und dort wird das Team entwickelt miteinander. Und da findet kein Stakeholder Platz, keine Führungskraft. Das machen die untereinander. Und da werden eben die teambedingten Dinge vereinbart. Und dann geht es wieder in die Planung. Und wir haben jetzt mal was mitgebracht aus dem Review. In dem Review selbst werden immer Arbeitspakete gebildet. Und wir haben da jetzt mal eine Methode rausgegriffen. Das hatten wir ja auch schon angekündigt. Und wir werden jetzt Richtung Persona gehen, Strich Empathy Map. Also die Empathy Map ist mehr die gefühlsorientierte, Ermittlung des möglichen besten Kandidaten, den Sie für die Stelle haben wollen. Ja, jetzt gehen wir mal in den vertrieblichen Bereich rein und ich wechsle jetzt mal meine Rolle und bin jetzt der Account Manager bei Monster und ich sehe, dass die Schmiedkamp AG eine Anzeige gepostet hat über den MHX-Bereich, das heißt also eine Self-Posting-Geschichte. Und habe mir die natürlich angeguckt und geschaut, was sucht denn der Herr Schmiedkamp? Er sucht einen Tausendsasser, der alles kann, der jung ist, der projektübergreifend agieren kann, der crossfunktional ist, der x Programmiersprachen kennt, der noch dafür Verständnis hat, dass nicht ganz so viel gezahlt werden kann, weil wir einen Wasserschaden haben. Also der Herr Schmiedkamp hat da eine, finde ich, ziemlich große Herausforderung. Und ich gehe jetzt mal zu ihm und ich habe einen Termin bekommen. Und Herr Schmiedkamp, hallo. Schön, dass ich hier online mit Ihnen den Termin zusammen machen kann, um nochmal darüber zu sprechen, wie wir tatsächlich Ihren Wunschkandidaten bekommen. Ja, sehr gerne. Ja. Als Monster, also wir sind recht offen mit unseren Kunden, weil es ist unser Anliegen, dass Sie Ihr Ziel erreichen, nämlich die Stelle zu besetzen. Und ich habe jetzt Ihre Stellenanzeige gelesen und ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger im Geschäft. Was suchen Sie denn wirklich? Naja, der Kern der Sache, Sie hatten es ja eben schon angesprochen, wir suchen tatsächlich einen Tausendsasser. Wir wünschen uns einen IT- oder einen kompetenten IT-Mitarbeiter, der uns dabei unterstützen kann, unsere Website, unsere Firmenpräsenz zu relaunchen und das Ganze nochmal in einen sauberen und ordentlichen Guss zu bringen. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen jemanden mit wirklicher Kompetenz in dem Bereich. Wenn Sie einen, einen Webdesigner im weitesten Sinne suchen, ich mache das mal ganz suggestiv. Steht der auf Text? Liest er sich das durch, was Sie schreiben? Das hoffen wir doch. Ja. Jetzt versetzen Sie sich mal in die Schuhe. Versetzen Sie sich mal in die Schuhe. Ja, wir haben uns schon Mühe gegeben. Ja, also es ist auch, sieht toll aus und Sie haben wirklich alles reingebracht, was Sie reinbringen wollten. Jetzt gehen wir mal in den anderen Schuh, den Schuh des Kandidaten. Sie sind ein junger, aufstrebender Webdesigner. Sie haben vielleicht studiert und haben jetzt gerade so die erste Praxiserfahrung gemacht. Würden Sie sich darauf bewerben? Na, wenn ich mir jetzt nochmal genau durchschaue und vor allen Dingen auch Ihre Frage richtig verstehe, gehen wir davon aus, wahrscheinlich eher nicht. Sie haben wahrscheinlich auch mit der Fachabteilung zusammengesessen, wo der junge Mann oder die junge Frau sitzen wird. Was ist denn so, in der Fachabteilung? Sie sind ja der Chef und aber auch
der HRler, also der Personalentscheider. Wie sieht es denn da in der Fachabteilung aus? Würden Sie sagen, dass das, was Sie geschrieben hat, in die Fachabteilung auch reinpasst? Nö, keineswegs. Also objektiv betrachtet ist das das ist eben eine Programmierabteilung. Das können Sie sich vorstellen. Das ist ein Haufen Chaos. In der Regel ein junges Team. Also wir haben ein recht junges Team, wo man dann auch, ja, so Einhaltung von Arbeitszeiten oder sowas pünktlich morgens kommt, das steht bei denen nicht unbedingt auf dem Plan, aber die bleiben natürlich auch gerne mal ein bisschen länger, wenn sie morgens später aufgestanden sind. Ja, und ansonsten, also ich gehe da relativ ungern rein, weil für mich ist es ein Schlachtfeld. Ich kann nicht verstehen, wie man dort arbeiten kann, aber gut, ich meine, die Jungs und Mädels, die wissen schon, was sie tun. Bisher hat es auch immer ganz gut funktioniert. Da wir da gerade recht ordentlich am Wachsen sind, auch in diesem Bereich, brauchen wir eben dringend Unterstützung. Ja, das ist ja genau das. Ich meine, wir sind hier beide ja unter uns, wenn wir uns überlegen, wen Sie da ansprechen wollen. Sie wollen den ansprechen, den alle haben wollen. Und wenn dann natürlich in der Anzeige steht, wir haben einen Wasserschaden, ist ja vielleicht nicht unbedingt so einladend in dem Sinne. Ja, da sind wir schon davon ausgegangen, dass sowas wie Transparenz und Ehrlichkeit gerade im Moment wirklich fehlt. Also ich kann ja jetzt hier nicht um einen heißen Brei rumreden und irgendwelche Versprechungen machen, die wir nicht einhalten können. Also wir wollen ja schon irgendwo klar machen, in welche Richtung unsere Reise geht. Nee, absolut. Was im Moment nicht geht, wo uns gerade der halbe Laden unter Wasser gestanden hat. Das ist genau, aber das ist ja auch genau der Punkt, warum es vielleicht auch eine Überlegung wert ist, den Kandidaten über eine andere Ebene anzusprechen. Also wenn Sie jetzt mal so überlegen, Sie gehen in Ihre IT-Abteilung, also in die Programmierabteilung rein, was haben die denn gemeinsam? Was macht das denn aus? Weil Sie sind ja ein erfolgreiches Unternehmen, Sie sind eine AG, Sie haben 800 Mitarbeiter, läuft, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Was macht das denn aus, bei Ihnen in der Projektabteilung zu arbeiten? Ja, was heißt das, was macht es aus, in der IT zu arbeiten, eigentlich eher die Frage. Also ich habe es ja eben schon gesagt, es ist ein relativ chaotischer junger Haufen. Jung definitiv, also so das Durchschnittsalter liegt irgendwo bei 25, was wir da in dem Team haben. Wir haben einen Ausreißer, aber der passt sich da richtig gut an, das ist ein absolut jung gebliebener Typ. Ansonsten, lassen Sie mich kurz überlegen, also wenn du morgens aus dem Fenster guckst, dann siehst du plötzlich Skateboarder. Also das ist schon ganz witzig, weil die kommen irgendwie alle mit dem Skateboard. Keine Ahnung warum. Offensichtlich eine neue Art und Weise der Fortbewegung. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich fahre ja lieber Auto, aber gut. Okay, aber das ist ja schon mal eine ganz, ganz wertvolle Information. Ich erinnere mich da an einen Kunden, bei dem ich auch mal vor Ort war mit meinen Projektkollegen. Und die haben auch was gesucht, was alle gesucht haben. Und am Ende des Tages haben wir dann in einem Märklin-Blog geschaltet. Märklin, ich komme nicht auf, ich weiß überhaupt nicht, was das war. Ich habe es jetzt auch gelernt, das sind Eisenbahnen. Und diese Abteilung hatte ein gemeinsames Hobby, nämlich Märklin. Und wir hatten innerhalb, natürlich ist das jetzt auch so formuliert, die haben einfach eingestellt darauf. Weil die haben darauf geschaut. Und wenn ich jetzt überlege, dass Skateboard bei Ihnen, Herr Schmidtkamp, da eine Gemeinsamkeit ist, dann könnten wir ja vielleicht mal schauen, ob wir uns den Kandidaten mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Das hatten wir ja vorhin schon mal gehabt. Perspektive im Agilen ist extrem wichtig und am liebsten noch die 360-Grad-Perspektive. Okay. Regie, ein Schleif weiter. Ja, genau. Ich muss jetzt mal kurz mit der Regie sprechen. Ah, da ist er. Was fällt Ihnen zu dieser Person ein, Herr Schmidtkamp? Was fällt mir zu dieser Person ein? Das ist er. Den würden wir einstellen. Also das passt. Ja. Ganz genau. Also wenn ich hier diesen angucke, genau, typisch jung, hip, ich weiß nicht, was er beruflich macht, das kann man jetzt nicht unbedingt an seiner Nasenspitze erkennen, aber das ist genau das passende Bild, so stellen wir uns das vor. Genau. So, dann schauen wir nochmal Regie einen weiter, bitte. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe mal geguckt, wie so Millennials, das ist ja das, was sie wollen, so Mitte 20, wie die so drauf sind, was die so auch von uns erwarten. Also ne, von mir als Berater, von Ihnen als Kunde, weil das ist ja quasi... Um ihn geht es ja. Er will ja so angesprochen werden, dass er sagt, okay, lass mich mit dem einen in Ruhe, das und das will ich hören. Und
kann es nur jedem empfehlen. Ich folge der Dina auf LinkedIn, die ist großartig und die ist einfach rotzfrech und bringt es auf den Punkt. Ein bisschen überkandidelt, ein bisschen überstrapaziert, aber das muss ja manchmal sein. Verkauf uns keinen Bullshit, biete uns Mehrwert. Verschwende nicht unsere Zeit. So. Und jetzt machen wir schnell die Überleitung zum nächsten Punkt. Das ist der trotzige Millennial. Und jetzt kommen wir zu der Kreativmethode, die ich ja vorhin angesprochen hatte. Das geht Richtung Persona, aber mehr in die emotionale Richtung. Und deswegen heißt das Tool auch Empathy Map. Und wir sehen hier einen Stuhl. Marc, den habe ich bei dir kennengelernt. Der steht bei uns, bei Monster jetzt, in jedem Review, in jeder Retro und in übergreifenden crossfunktionalen Meetings. Und es sitzt immer entweder der Kunde, Lisa oder Manfred, mit dabei, wenn wir ein Review haben. Oder jetzt in dem Fall, wenn wir über die Kandidatenansprache sprechen, sitzt jetzt dort Julian. Das ist das grüne Tier. Was bedeutet die Empathy Map? Die Empathy Map soll einfach dazu führen, den Kandidaten emotionaler anzusprechen, den Kandidaten auch emotionaler kennenzulernen, mehr auf die intrinsische Ebene zu gehen, als mit flachen Hierarchien, wir suchen und so weiter und so fort, teamorientiert. Der will sich wiederfinden, der Julian. Wir haben da einmal das Teil, was denkt der Kunde? Der Kunde, liebe Unternehmen, der Kunde ist der Kandidat. Also der Jan, sprich der Julian ist der Kunde in dem Fall. Und das müssen wir jetzt einfach nochmal kurz ein bisschen präzisieren. Was denkt der Kunde? Der Kunde, in dem Fall der Julian, denkt, was motiviert mich, ne, Herr Schmidtkamp? Da muss man überlegen, wie sprechen wir ihn an? Was könnte den motivieren? Ein Skateboardfahrer. Was hört der Kandidat? Ich gehe schon, ich einfach mal nur kurz die Systematik erklären. Oder wollten Sie was sagen? Entschuldigung. Ja, erklären Sie einfach mal. Nicht das zu. Was hört der Kunde? Akustische Reize. Was ist für ihn da wichtig? Oder was zum Beispiel der Weg von Wohnung zum Unternehmen? Was hört er da? Was möchte er dort hören? Was hört er auch für Radiowerbung? Was hört er für Musik? Ganz wichtig, was hört er für Gespräche? Denken und fühlen hatten wir bereits, sehen visuelle Eindrücke auf dem Weg zur Arbeit. Was hat er für Eindrücke? Guckt er nach da, guckt er nach da, was braucht er auch? Ne? Man muss es immer aus Sicht des Julians sehen. Der wird sicherlich nach anderen Skateboardern gucken, zum Beispiel. Wie agiert er in der Außenwelt? Zum Beispiel Social Media. Wo ist der unterwegs? Ist es Facebook? Ist es TikTok? Ist es Twitch? Was ist für ihn auch wichtig? Mit wem er agiert? Die Skateboarder, die sind ja so eine Community. Ja? Das ist, kennt ihr, Halfpipe, da treffen sich alle, also ist so ein geschlossener Kreis. Ist auch wichtig. Und jetzt die wichtigsten Dinge. Was tut dem Julian weh? Und was ist seine Erfüllung, also den Pain und den Gain? Und daraus bildet sich das, wo Herr Schmidtkamp, wir am besten die Anzeige drauf ausrichten. Jetzt frage ich mal kurz an den Julian. Jetzt hast du das so gehört, du bist ja hier der Kandidat. Was würde dich denn zum Beispiel ansprechen im Thema Sagen und Tun, also Social Media Bereich und Außenwelt? Naja, also ganz ehrlich, wenn ich als Julian jetzt mal auf die Stellenanzeige der Schmidtkamp AG schaue, dann bin ich eigentlich schon nach dem zweiten Satz, beziehungsweise vielleicht noch nach dem ersten Absatz raus. Das interessiert mich gar nicht und spricht mich auch eigentlich gar nicht an. Anja, du hattest ja eben gerade schon gesagt, ich bin eher jung, ich bin Skateboarder, ich bin tausche mich als ITler, frisch von der Uni kommt, in München lebend, mit meiner Community aus. Wir tauschen uns auch untereinander über Projekte und damit dann eben über Stellenanzeigen und Angebote und wie die Unternehmen kommunizieren, vor allen Dingen in unsere Richtung aus. Das spricht uns gar nicht an. Und ich glaube, da ist definitiv noch
Optimierungsbedarf da. Ich glaube, wir haben aber auch was mitgebracht, wie sowas eher aussehen könnte, um mich als Julian sozusagen zu tackeln. Genau, ich brauche jetzt noch mal kurz die Rückmeldung vom Herrn Schmidtkamp. Also Herr Schmidtkamp, wir haben jetzt die letzte halbe Stunde dazu genutzt, das noch mal anders aufzusetzen, wie Sie den Julian ansprechen, haben das mal schnell geskribbelt und jetzt schauen Sie sich das doch mal kurz an. Wäre das vielleicht eine Idee, den Julian anders anzusprechen? Naja, zum einen ist aufgrund dieses, ich nenne es jetzt mal Perspektivwechsels, den Sie mir angeboten haben, Frau Freitag, über diese Empathy Map natürlich bewusst geworden, dass ich auf der einen Seite die Anzeige so formulieren muss, dass ich meinen Kandidaten auch wirklich anspreche und nicht nur aus dem Blickwinkel unseres Unternehmens, was uns wichtig ist, sondern auch aus dem Blickwinkel des Kandidaten, was ihm wichtig ist. Und zum Zweiten ist natürlich auch bewusst geworden, dass die heutige Generation, die sich bei uns bewerben soll, weil es genau die Generation, die wir haben möchten, eben nun mal auch anders denkt und anders tickt als ich jetzt als Mitte 40er. Fast Anfang 50er, also sowas um die in der Richtung, habe natürlich ein anderes Bild von der Welt und ein anderes Verständnis davon. Insofern haben Sie mich schon irgendwo, ich sage jetzt mal vorsichtig, aber charmant gezwungen, mir mal die Gefühlswelt unserer Kandidaten bewusst zu machen und da dann auch nochmal den Blick auf die Anzeige zu werfen, den Text anzuschauen und zu denken, oh Gott, okay, das kann natürlich nicht funktionieren. Hätte vielleicht 1990 noch funktioniert und ein anderes Werteverständnis bei Unternehmen und Kandidaten existierte. Heute, ja, liegen sie wahrscheinlich richtig, Frau Freitag. Das macht relativ wenig Sinn, denn da ist ein anderes Bewusstsein inzwischen bei unseren, ja, in unserem Umfeld da. Und ich möchte ja jemanden haben, der jung und dynamisch ist und der Bock hat, sich auch nochmal irgendwo mit einem Unternehmen zu committen und das nicht nur für einen Zeitraum von einem Jahr, bis wir den Wasserschaden behoben haben, sondern das soll ja auch länger gehen. Also eigentlich sind wir ja, ist ja das Ziel eines jeden Unternehmens, ist es, Menschen, Mitarbeiter jahrelang zu binden. Nicht nur jahrelang, sondern optimalerweise so lange, wie sie uns zur Verfügung stehen können. Und man will die nicht nach einem Jahr wieder verlieren. Also Sie haben völlig recht, die Ansprache sollte eine andere sein und der Charakter, den wir suchen, ist ein anderer als der, den wir eben in unserem Text, ja, Never Change a Running System, so mit dem Mindset sind wir da rangegangen, den wir gesucht haben. Ne? Ja. Ja, und ich denke ja, wir haben ja Julian auf dem Stuhl sitzen gehabt und haben ihn ja auch gefragt. Und da ist jetzt vielleicht eine andere Möglichkeit oder wir haben eine andere Möglichkeit geschaffen, den Julian anzusprechen. Und ich sehe ja Julian, der ist ja sehr gewogen und denkt so, ach, guck mal, da ist ein Skateboard in der Anzeige. Guck mal, da sind Menschen, die sich freuen und so weiter und so fort. Kopf und Herz ist das, was im Skateboard wichtig ist. Gut, dann freue ich mich, dass Sie bald tolle Bewerbungsgespräche haben. Ja, das hoffen wir. Ja. Und in dem Fall gebe ich weiter in die Regie. Super. Und da ich ja jetzt als Julian eh schon an Bord bin sozusagen und im Agilen, das habe ich mir ebenfalls sagen lassen, es ganz wichtig ist, immer auch zu gucken, was will denn eigentlich meine Zielgruppe, wen will ich denn erreichen, was wollen sie vielleicht aber auch nicht. Blicken wir jetzt nochmal auf mich als Kandidaten sozusagen und warum und wieso kann Monster das tun? Vielfach schon erwähnt in anderen Online-Seminaren. Wir haben die Monster Recruiting Trends, eine Studie, die wir gemeinsam mit der Uni Bamberg und der Universität Erlangen erheben, seit mittlerweile schon 18 Jahren, also auch schon volljährig das Ganze. Und die Zahlen, die ich als Julian Ihnen gleich mitgebracht habe, sind größtenteils aus eben dem Themen-Special Generation Z, die Arbeitnehmer von morgen, aus der genannten Studie. Die finden Sie auch nochmal zum Download in den Unterlagen rechts im Bedienpanel. Genug davon. Wir wollen natürlich nochmal auf mich gucken als Kandidaten. Ich bin ja 24 Jahre alt, komme aus München, bin frisch von der Uni, habe erste Praktikas gemacht im IT-Bereich, würde gerne in Richtung IT-Projektleiter gehen, bin aber auch sportlich unterwegs und rocke die Halfpipes in und um München und tausche mich da zum einen in meiner sportlichen, aber eben auch in meiner IT-Community über Jobangebote aus. Und was wir festgestellt haben, ist, dass eben die junge Generation, die Generation Z, eine extrem begehrte ist. Also 14,5% der Beschäftigten aktuell
kommen eben aus unserer Generation. Und aber auch die befragten Unternehmen, 4 von 10 sagen, dass sie das zukünftig noch weiter ausbauen wollen. Und da wissen wir natürlich, hey, wir sind anscheinend eine extrem begehrte Zielgruppe, also jung und begehrt sozusagen. Das wissen wir auch. Und wir tauschen uns untereinander aus. Wir nutzen unsere Netzwerke, wir nutzen mobile Devices. Wir stellen aber auch als Generation Z viel in Frage und tauschen uns untereinander aus zu den Dingen, die uns beschäftigen. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten sozusagen. Wie will ich gerne angesprochen werden? Ich bin viel unterwegs. Ich bin viel on Tour mit meiner Skateboard-Clique. Sind wir auch mal an Wochenenden auf Turnieren unterwegs oder fahren einfach mal in eine andere Stadt und sind da am Skaten. Also da hilft es natürlich nichts, wenn man mich zwingt, einen komplizierten Prozess zu durchlaufen. Denn was wir auch machen, wir tauschen uns untereinander über schlechte Erfahrungen aus in so einem Bewerbungsprozess. 2/3 von uns würden sich, das haben wir mal eben in so einer Runde festgestellt, nicht mehr bei einem Unternehmen bewerben, wenn sie eben schlechte Erfahrungen innerhalb dieses Prozesses gemacht haben. Das sollten Sie immer im Hinterkopf behalten. Gleichwohl, was wir sehr gerne machen, wir empfehlen uns gegenseitig Jobs und IT-Projekte, die man von unterwegs aus schon mal aus der Hängematte heraus umsetzen kann. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, da wir unsere Smartphones ja immer am Start haben, am liebsten per E-Mail angeschrieben werden. 6 von 10 Kandidaten aus unserer Generation bevorzugen das am meisten. Und da wir es gewohnt sind, uns untereinander auszutauschen, uns auch direkt ansprechen über neue Angebote, neue Möglichkeiten, bevorzugen wir natürlich, dass ihr als Unternehmen da sehr gerne auf uns zukommt. Und wenn ich dann erstmal bei euch in den Unternehmen bin, als junger Wilder sozusagen, der auch gern mal noch spät abends on Tour ist und vielleicht da einfach am kreativsten ist, ist es mir aber auf der anderen Seite am wichtigsten, dass ich eine gute Work-Life-Balance habe. Also dass ich eben auch vielleicht mal in der Mittagspause eine Stunde, anderthalb länger machen darf, wenn das Wetter gut ist und die Halfpipe lockt. Bin ich da gerne draußen in München unterwegs. Mir ist es aber auch schon wichtig, selbst jetzt schon im jungen Alter, dass sowas wie eine betriebliche Gesundheitsförderung, also dass all die Angebote rund um meine Gesundheit und meine Zukunft auch bei euch da sind und passend für uns als junge Generation sind. Gleichwohl, und das hat sich sicherlich heutzutage nochmal wahrscheinlich auch bei vielen von uns verstärkt, ist die Möglichkeit von Homeoffice. Eine, die ihr definitiv als Unternehmen ausspielen solltet. Denn ich zum Beispiel bin am kreativsten, wenn ich in meiner Dachgeschosswohnung in meiner Hängematte hänge und eben von dem Laptop aus da meine ersten kleinen Projekte stemmen kann. Und ganz witzig, das haben wir festgestellt, als wir vergangenen Sonntag Füße baumelnd oben auf der Halfpipe saßen. Viele von uns sagen sogar, ich lebe, um zu arbeiten, meint aber nicht, dass wir 9-to-23 Mitarbeiter sind, sondern dass wir gerne wissen wollen, wofür wir arbeiten, welche Werte das Unternehmen vertritt und was unser Beitrag ist, um was Großartiges gemeinsam zu leisten sozusagen. Nochmal kurz zusammengefasst, was ist uns bei der Arbeit wichtig? Zufriedenheit, sorgenfrei arbeiten, das Thema Sicherheit vor allen Dingen aktuell, Anerkennung. Wir lieben es, mal gewertschätzt zu werden und vielleicht auch mal abseits der unternehmerischen Dinge, also die Dinge, die wir im Unternehmen selbst um- und aufsetzen,
mal eine Anerkennung zu bekommen. Das darf auch ruhig mal ein Thumbs-up sein für den besten Trick am Wochenende oder eben das Thema Selbstverwirklichung, Sinnhaftigkeit und Glück stehen für uns im Vordergrund. Die Dinge sind neben den, ja, wegen der Kommunikation, wie man an uns herankommt und uns für euch als Unternehmen gewinnt, am wichtigsten. Ja, das bin ich. Das habe ich euch zu bieten. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie ist Monster da unterwegs? Vielleicht, Anja, kannst du für uns nochmal erklären oder zusammenfassen, wie dann Unternehmen und der Kandidat zusammenfinden? Ja, ich denke, dass du jetzt gerade, Julian, uns ja genau gesagt hast, wie du angesprochen werden möchtest. Also ich glaube, das ist nach wie vor ist es der Schlüssel, dass wir mehr uns in den Schuh oder in die Perspektive des Kandidaten reinversetzen. Ob das jetzt das, ob wir das sind, die wir unterstützen, sozusagen mit den Unternehmen das erarbeiten durch so eine Empathy Map, aus der natürlich auch eine Persona resultieren kann, wenn wir ein bisschen mehr Zahlen, Daten, Fakten dann noch hinterlegen. Es ist einfach ein Miteinander, eine Abstimmung und es ist im Agilen, sitzt entweder der Kunde auf dem Stuhl nebenbei oder eben der Kandidat. Und das genau kann man eben, das ist jetzt von unserer Seite aus in der agilen Methode viel mehr unterstützen, weil es teamorientiert ist. Wir haben halt nicht mehr den individuellen Druck, sondern es geht wirklich darum, mit Kunden eine langfristige Partnerschaft aufzubauen. Und wir haben Kunden, mit denen wir das auch schon gemacht haben, eben sie an neue Kreativmethoden ranzuführen, um noch mehr in die Kandidatensicht reinzugehen. Weil ich als Unternehmen, Marc, Entschuldigung, Herr Schmidtkamp, Sie können es auch nochmal ergänzen, es geht nicht darum, mich als Unternehmen selbst zu beweihräuchern in einer Anzeige, sondern den Kandidaten zu finden, anzusprechen, zu sagen, hey, der Julian ist genau der, den ich brauche. Da geht es nicht darum, das Unternehmen darzustellen, sondern den Kandidaten sozusagen zu zeigen, warum und wozu er sich genau bei mir bewerben soll. Und ich glaube, das wird wichtiger denn je, dass wir uns auf deren Stühle setzen, genauso wie wir das für uns als Monster wichtig erachten, sich auf Unternehmensstühle zu setzen. Es ist nicht immer einfach. Das ist so. Das muss alles entwickelt werden. Es muss geübt werden. Aber der Ansatz ist der richtige. Und das geht halt nur in dem magischen Dreieck, aus meiner Sicht. Und deswegen haben wir noch mal unten das aufgezeichnet, wie wir es aus dem Agilen heraus machen. Und wir werden da sicherlich irgendwann, und das ist mein großes Ziel, wenn wir eine Review haben, einen echten Kunden auf diesem Stuhl sitzen haben. Ja, und nebenbei gesagt, es ist sicherlich auch sinnvoll, auch in diesem Prozess als Vertriebsorganisation, hier in diesem Fall Monster, so etwas wie eine Fehlerkultur zu leben und vor allen Dingen auch einen iterativen Gedanken zu leben. Immer vor dem Hintergrund, dass wenn ich etwas ausprobiert habe und einen ersten Wurf gemacht habe und merke, das passt aber jetzt nun mal nicht zusammen, dass dann auch wieder dieses Zusammensetzen mit allen drei Instanzen in diesem magischen Dreieck sinnvoll und ratsam ist, um nochmal darüber nachzudenken, wie können wir gemeinsam unser Ziel erreichen und wie können wir den Prozess so anpassen, dass er für alle drei Seiten stimmig und passend ist. Es ist nicht der richtige Weg, mit einer Marschroute nach vorne zu preschen und diese beizubehalten, sondern immer wieder, und das ist der agile Gedanke, in kurzen iterativen Sprints, Anja hat es eben gesagt, ein Sprint dauert bei Monster 2 bis 4 Wochen, nochmal drauf zu schauen, nochmal eine Retro, nochmal eine Review zu machen und zu gucken, wie können wir das optimieren, wie können wir es verbessern und vor allen Dingen, wie können wir aus den Fehlern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, lernen. Eine Fehlerkultur ist es nicht, in einem Unternehmen darzustellen, wir machen keine Fehler, sondern eine Fehlerkultur im Agilen muss es sein, Fehler zu akzeptieren, zu Fehlern zu stehen und aus Fehlern zu lernen. Und das ist einer der Grundgedanken, der im Agilen, ob jetzt im agilen Vertrieb oder in der agilen Organisation gelebt werden sollte, es ist einer der wichtigsten Grundgedanken und mit dem kann es funktionieren. Dann würde ich mal schauen, ob es noch Fragen von unseren Teilnehmern gibt. Eine Frage sehe ich hier beispielsweise. Wenn es darum geht, einfach mal zu gucken, wer sind denn überhaupt meine Zielgruppen? Also wo tummeln die sich? Wie kann ich die ansprechen?
Wie findet ihr als Monster das denn raus? Mal schnell die Frage zusammengefasst. Ja, das ist halt das, was wir mit dem Kunden zusammen machen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir das rausfinden alleine und irgendwo recherchieren, sondern das findet in einem Miteinandergespräch statt, einfach zu gucken, wen wollen Sie, wie sieht Ihr Unternehmen aus, wie sieht die Abteilung aus. In der Regel ist der Fachabteilungsleiter mit dabei, um halt wirklich den fehlenden Kandidaten zu finden. Und das ist super individuell. Also das ist nicht Massenansprache, sondern das wissen wir alle. Also bei mir sind zwei Teams, die sind zum Beispiel, beide Teams sind Bayern München Fans. Die Frage ist, möchte ich einen Kandidaten suchen, der Dortmund Fan ist? Ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also wirklich auf die individuelle Ebene, auf das individuelle Bedürfnis der Fachabteilung und den Kandidaten, das muss zusammengebracht werden. Und das kann funktionieren. Das ist eben keine Massenansprache. Ein Teilnehmer fragt jetzt hier noch, wie komme ich an die Kandidaten am besten ran? Welche Ideen gibt es da, diese zu kontaktieren? Ja, das hängt natürlich davon ab, welcher Kandidat gesucht wird. In der Regel ist jetzt gerade, wir haben ja von den Millennials gesprochen, wird es nicht ohne Social Media gehen. Und da gibt es Ansätze wie zum Beispiel Twitch, wo sich viele, jetzt vielleicht auch aus meiner oder anderen Generation, gar nichts vorstellen können. Da tummeln sich wirklich die, die wir alle haben wollen. Da, oder auch TikTok. Das ist nicht nur die 13-jährigen Kinder, die dort spielen. Und das ist genau zielgruppenspezifisch, muss man schauen, wo befinden die sich gerade? Sind das Streamer? Gehen die auf die Streaming-Games und so weiter und so fort? Und das kann man tatsächlich individuell über Anzeigen, über Kampagnen, über die individuellen Lösungen pro Unternehmen auch umsetzen. Es wird individueller. Es wird irgendwann dieses Post and Pray nicht mehr funktionieren. Das wollen die Kandidaten nicht. Das haben wir eben von Julian ja auch gehört. Super. Dann, ich sehe jetzt aktuell keine Frage mehr. Kurzer Werbeblock noch am Ende des Ganzen. Folgen Sie uns gerne auf Facebook, LinkedIn oder in unserer Xing-Gruppe Recruiting Trends by Monster. Da stellen wir immer die neuesten Online-Seminare, Veranstaltungen, Themen, Interviews mit Experten ein, wenn Sie da am Ball bleiben wollen. Die Aufzeichnung von heute finden Sie automatisch, wenn Sie da die Glocke drücken, auf YouTube, auf unserem Kanal Monstertainment. Und damit würde ich sagen, ein großes Dankeschön heute an Marc und natürlich auch an die Claudia Tonet. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Auch für uns ist es immer wieder eine Freude, solche Prozesse zu begleiten. Macht es einfach Spaß zu sehen, wie sich etwas entwickeln kann. Und vielleicht von unserer Seite her, wenn Sie Methoden suchen oder Ideen zum Thema agiler Vertrieb oder agile Organisationsentwicklung, schauen Sie ruhig mal auf unsere Internetseite. Auch wir haben einen riesen Pool an Material zur Verfügung gestellt, weil wir leben diesen agilen Grundsatz. Es muss nicht gleich Geld kosten, Wissen zu verteilen, sondern Wissen ist frei zugänglich und bei uns ist einiges drauf. claudiatonet.de, gerne mal drauf gucken. Wir freuen uns auf Resonanz, Feedback, aber auch gerne eine Anmeldung auf unserem Newsletter. Super, damit würde ich sagen, pünktlich auf die Uhr, 12 Uhr genau. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank, liebe Anja, dass du uns mal die Agilität näher gebracht hast und ich als Kandidat mit dabei und eine Rolle spielen durfte. Vielen Dank.